Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder beim Dorian-Grau-Syndrom. Wir starten heute mal in dem Bild hier, weil wenn ich da beim letzten Mal rausgetappt hätte, dann hätten wir wieder von vorne anfangen müssen. Und das wollten wir natürlich nicht. Und darum mache ich die zwei Aufnahmen jetzt gleich hintereinander. Hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse. Aber wenn wir hier nochmal von vorne anfangen, ihr habt beim letzten Mal gesehen, was das für ein Theater war. Wir haben jetzt erstmal die Hälfte geschafft. Nach Ewigkeiten. Und wir brauchen jetzt hier noch erstmal ein paar Symbole. Das passt, das passt, das hier passt zum Beispiel nicht. Wir drücken einfach mal hier drauf. So. Und dann drehen wir hier. Und dann nehmen wir uns das. Und dann drehen wir hier eins zurück. Das funktioniert so noch nicht. Wo ist denn das andere? Das andere ist hier unten. So. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken. Ach nee, wir sind hier bei dem da. Hier bei dem Symbol waren wir. Das heißt, wir brauchen einen Pfeil. Der ist da oben. Pfeil. Wenn ich jetzt da drauf drücke, nimmt er sich zumindest schon mal das. Und jetzt haben wir auch wieder das Problem mit dem N da. So, jetzt liegen zwei da. Aber der eine noch nicht. Das heißt, der muss da nehmen, das Ding. Das sollten wir aber ruckzuck hinkriechen, indem wir einfach hier drücken. Das gucken wir. Da so hin. Hier nochmal drücken. Und dann nehmen natürlich die anderen beiden. Aber das könnte fast ja nicht so schlimm sein, wenn wir jetzt hier nochmal drücken, sind wir das wieder los. Und hier nochmal drücken. Sind wir das wieder los? Und da können wir das einsammeln. Moment, jetzt stimmt doch hier irgendwas nicht. Du nimmst das da. Du nimmst das. Jetzt hier das. Das war zu weit. So. Verdammt, wir haben das hier beim letzten Mal falsch hingelegt. So. So. Okay. Nehmen. Und zweiter. Hinlegen. Legt man das wieder hin? Das ist ja nicht so einfach. Der kann jetzt das nehmen. Der kann das noch nicht nehmen, aber das macht nichts. Der hat das. Okay, wir müssen hier nehmen, das Rote müssen wir irgendwas hinpacken. Hat irgendeiner was in der Hand, was er gerade nicht braucht? Nein. So. Der würde das nehmen. Der würde das nehmen und der darf das da nicht loslassen. Also hier nehmen das Rote. Wie? So. Schade, dass dann wieder alle anderen falsch genommen werden. Es ist so, ganz funktioniert das System hier noch nicht. Moment, das war ja das Richtige hier. Was drücke ich denn hier auch? Wie blöd, das hier muss doch eigentlich. So. Und wo ist denn der Steinbock jetzt? Da so. Dann machen wir jetzt hier einen Pfeil zum Pfeil drehen. So, drehen. Das passt alles noch nicht so. Wir müssen mal gucken, dass die entweder alle, dass die alle drei an einem freien Platz sind. So nicht. So. Der ist an einem freien Platz.
Okay, wir drehen das nochmal. Nehmen. Nehmen. Ablegen. Nehmen. So. Das passt aber auch noch nicht. Das war noch nicht so günstig gewählt. So, eventuell. Ne, da liegt ja was. Das ist doof. Wie sieht's mit so aus? Da liegt was. Hier liegt nichts bis jetzt. Okay, dann müssen wir die nehmen und ups, noch Mario drauf drücken. So, nehmen. Und ablegen. Gucken, der hier nimmt nichts, der nimmt auch nichts, der packt das hin. Das kann nicht aufgenommen werden. Wo ist der Steinbock? Der Steinbock kann auch nicht aufgenommen werden. Was können wir das da hinlegen? Was kann der das nehmen? Oder muss jetzt erstmal, wo ist denn der Steinbock? Da, den drehen wir mal hier hoch. So. Der würde das nehmen, der würde das nehmen und der würde das nehmen, wenn es da liegen würde. Wir drehen das jetzt mal so. Und packt's hin. Packt's auch hin. Nimmt's. Toll. Hat uns immer noch nicht viel weitergebracht. So. Jetzt haben wir die beiden da und den da aber noch nicht. Aber wenn ich jetzt den, dann packt er die anderen Beeten wieder hin. So, und wir müssen jetzt mal gucken. So, hier könnt ihr nichts abpacken. Drehen das. Nehmen jetzt die. Drehen es nochmal. So. Läuft. Na endlich. Jetzt können wir hier rot. Nochmal. Halt, warte, hier rot muss hoch zum Steinbock. Wo ist der rote Farbnapf? Rot. So. Muss immer zehnmal klicken, weil euch den lässt immerhin, liegt's immerhin. Aber immerhin verfärmen wir's uns so nicht. So. Jetzt fehlt ja nur noch ein Kreis und wir spielen auch schon 8 Minuten. Top. Besser kann es doch nicht gehen. Dann nehmen wir jetzt mal hier das da. Und dann nehmen wir uns jetzt noch den da. Jetzt drehen wir nochmal eins weiter. Und dann würden wir theoretisch den nehmen. Haben aber dafür zwei wieder hingepackt. Da würde er es auch hinpacken. Mal schauen. Hier. So wird es keiner hinlegen. Nein, falsch. Der nicht, der auch nicht. Okay, dann müssen wir jetzt hier wieder zurückdrehen. Ach Mensch, da hätte man viel eher drauf kommen können. Ich wurschtel mich hier ins Ab mit dem Mist. Mittlerweile mit hier. Ja, komm, wir nehmen so ins und packen das woanders hin. Das geht an und für sich viel schneller. Jetzt brauchen wir hier gelb. Ist das gelb? Also die Farbe haut mich nicht an, so vom Hocker. So, dann hier runter. Gelb. Und hier rüber. Ich auch nochmal. Na also, jetzt haben wir es geschafft. Es läuft, Freunde. Jetzt ist was runtergefallen. Chance. This sun is solid gold. You can go now. Sell it and live in luxury. So, choose. Ja, die nehmen wir mit, klar. Massive goldene Scheibe. Tschüss, ich bin dann mal weg. Wo ging's raus? Nein, natürlich nicht. Nachdem wir uns hier mit dem mehr als bescheidenem Rätsel hat hängen lassen,
krallen wir uns jetzt natürlich hier auch fett noch das Ende. So, jetzt wird hier die Tür aufgemacht. Surprise, surprise. You picked Anna. I knew you would, but I just wanted to add some suspense. Well, I don't need to show off anymore. Our fun ends soon. Ja, das wird ist bald zu Ende, Kumpel. Dann gibt's hier. Look, it's the light at the end of the tunnel. You're so close. Gleich gibt's was auf die Mütze, Kumpel, wenn ich dich erwische. Lauf! Nein, das war ja eigentlich klar, Trottel. Ach, Mann. Oh, welcome back. Do you see how everything turned out? All your efforts were a complete waste of time. Bin ich da in der Glasröhre? Werde ich da gleich in formalte Hütte ertränkt? Everything ends just as I planned. Frankly, you and Anna will be my best exhibits. My other guests gave up very quickly and cried for mercy. They just rushed through the house. But you kept going toward your goal. You even tried to find out more about me. I watched as you were reading cuttings from my diary. Anyway, you played too long, Sam. You think you know something about me, but it's not true. There is no truth in anything. Oh, da steigt gerade Flüssigkeit langsam höher, falls es jemand gesehen hat. Except one. I really love and respect my art. Very soon, you with Anna will reunite and will become my best exhibits. For the very first time. Die Luft könnte langsam eng werden. Das sind bestimmt irgendwelche Chemikalien. Gesund ist es sicherlich nicht. Aber geil gemacht, muss man mal so sagen. Dann nehme ich erstmal einen Schluck Cola vor Schreck. I will reward you with the greatest gift. The gift of immortality. I perfectly understand that you are terrified, but don't worry. Your death won't be painful. The only thing I wanted to add is that... Oops. Sam, wait. Wait, I'll get you out right now. Hallo, mach, We need to find a phone and call the police. Na also, das war jetzt schon fast knapp. So ein formalter Hütbad ist sicherlich nicht gesund. Und wie sollte es anders sein? Wir spielen hier stundenlang, kämpfen uns da durch und Anna rettet nachher, macht den Typen da halb platt und toll. So ein Dreck. Behind me is Goldvale Manor, one of Wilshire's oldest estates. Recordings found here show that a man, known only as Oscar, lived here and was responsible for the recent abductions of young people. The embalmed bodies of the victims have been found inside the house. Noted crime journalist Sam Wilde, who was investigating the kidnapping of his girlfriend Anna Reed, made the call to police. Anna is now safe with him. The police investigation is ongoing and no other details are available. A reliable source says that Sam Wilde and Anna Reed managed to overcome this Oscar and escape Goldvale. Police were unable to find the murderer despite a thorough search, and the administration has issued a bolo to all area agencies. Law enforcement authorities have asked citizens to remain calm, but to be cautious and aware until the criminal is caught. Die haben Gold Yale Whisky getrunken, falls es jemand gesehen hat. Ja, Mensch, ne? Ich sag ja. Zum Schluss werden die Items, die Dinger, die man findet, immer rarer. Und so war's auch hier, ne? Wir sind jetzt durch. Ich habe leider keine Sammleredition. Bin ich jetzt selber gerade ein bisschen enttäuscht von mir. Es tut mir leid. Aber wir können ja hier genießen, wer das Spiel alles gemacht hat. Da ja gerade die 2D-Grafik waren ja etliche Leute beteiligt. Die Hälfte davon kann ich leider nicht aussprechen, drum spare ich es mal, die Leute vorzulesen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Spiel. Mir hat es tierisch gefallen.
Die Story, okay, ja, aber es war immer spannend. Sie haben sich da schön was einfallen lassen, sie hatten schöne Rätsel, die waren nicht zu schwierig, hatten aber trotzdem immer Spaß gemacht. Also, ich muss sagen, doch, hat mir sehr gut gefallen, das Let's Play. Ich hoffe euch auch. Dorian Gray Syndrom, Brink of Consciousness. Zum Abschluss nochmal vernünftig. Wir sind damit durch. Wie gesagt, es tut mir leid, keine Sammleredition. Es gibt auch noch ein zweites Brink of Consciousness. Ich weiß nicht, ob die aufeinander aufbauen. Ich habe es auch noch da. Auch da leider keine Sammleredition. Es tut mir leid, aber ich denke, das werden wir uns als nächstes in Angriff nehmen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Let's Play. Die Folge wird ja dann heute nicht ganz so lang. Ich bedanke mich trotzdem, wie üblich, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch an der Stelle noch einen schönen Abend und sage Tschüss, bis zum nächsten Wimmelbild.